Hallo liebe Premium-User, wir sind heute beim Tierschutzcup 2019 und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist neben mir eine Werder-Legende, Ailton. Wie geht's dir? Guten Morgen, ja, sehr gut, danke. Du hast jetzt hier bereits dein erstes Spiel gehabt und wie lief's? Naja, das ist ein guter Spaß. Ich habe noch lange Zeit, habe noch nie Spiele in der Halle so. Ne? Ich spiele immer in Kunstrasse oder so. Es ist ein bisschen schwer, ne? Die Ball ist so schnell und erstes Spiel ist immer schwer. Und habe erste 4-3 Minuten hab sehr gut gemacht und danach ein bisschen, ich weiß noch nicht, was ein bisschen, kann ich kontrollieren mein Spiel und habe verloren. Aber richtig für mich, dass heute hier das Jubiläum und muss ich Spaß dabei. Wie ist es dazu gekommen, dass du hier mitmachst? Ja, ich habe meine tolle Gruppe, das ist alle Freunde von mir. Budenski ist so lange Zeit, dass immer mit dem Budenski-Termin mit Werder Tradition spielt. Ich habe noch ein paar Tage hier in Bremen, das ist ein bisschen Glück für die Leute, das ist noch ein bisschen Zeit. Und habe Einladung, ich mache immer für ein Event wie genau heute. Ist immer für mich, für mein Herz ist immer dabei, ne? Es ist Spaß gemacht mit den Leuten. Ich denke, ich habe noch nie gegen Ailton gespielt. Und ich denke, für die Leute ist auch Spaß gemacht. Und ja, ist für mich das toll, ist wie hier ein bisschen Fußball spielen. Wie ist es für dich, wieder hier in Bremen zu sein? Ja, Bremen, das ist immer meine zweite Stadt. Ne? Ich habe meine Stadt in Brasilien, das Mogero. Und Bremen, das ist die zweite. Wenn ich nach Bremen besuche, ist immer schön. Die Leute immer bekannt. Also für die Leute ist es immer schön, wenn ihr in Bremen in das Stadion oder in die Straße oder so. Für mich ist das auch schön. Ich habe 6 Jahre bei Bremen gespielt, habe alles gewonnen mit Werder Bremen. Und diese Energie mit den Fans, mit Werder Bremen, mit der Bremer Stadt ist immer noch stark. Und für mich das ist gut. Die Werder-Fans haben noch nie vergessen Ailton, das ist klar, das Dankeschön. Und ja, und wenn es nach Bremen für Termin oder Besuch ist, immer schön für mich. Aktuell läuft es bei Werder ja auch besser als in den letzten Jahren. Verfolgst du die aktuelle Mannschaft? Für mich, das ist auch, Werder Bremen braucht ein bisschen Zeit noch. Es ist eine, viele junge Spieler noch in der Mannschaft, brauchen ein bisschen Erfahrung in der Bundesliga. Und die Trainer haben eine sehr gute Arbeit mit der SV Werder Bremen. Und natürlich, Ende Jahr Werder Bremen ein bisschen besser. Und ich weiß noch nicht, in dieser Saison noch, schafft noch ein bisschen Europa League Platz. Aber ich bin sehr Optimist. Ich vertraue mir, diese jungen Leute müssen ein bisschen Gas auf den Platz und mit dem Herz. So. Ich habe auch gesehen in dem Stadion gegen Schalke. Ja, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht, das ist nicht so. Werder Bremen ist ein bisschen nervös oder was. Aber danach Werder Bremen hat kontrolliert das Spiel, hat super gespielt. Und ich denke, morgen auch gegen Leverkusen muss noch, wie letztes Spiel gegen Schalke, zweite Halbzeit. Und das wäre eine gute Chance zurück nach Bremen mit 3 Punkten. Dann wünsche ich dir noch viel Glück und viel Erfolg hier bei dem Turnier und viel Spaß. Und das Turnier geht noch bis 16 Uhr. Eintritt ist frei für einen guten Zweck für die Tiere im Tierheim Bremen. Und ja, dann seht ihr auch eine wirkliche Werder-Legende am Ball spielen. Dankeschön. Gucke blöd. Tschüss.